Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Night of the Dead. Ich bin eigentlich schon ein ganz schönes Stück vorangekommen. Jetzt denke ich mir nur gerade, hupsi, das sind aber viele, weil ich wollte nämlich noch mal ganz kurz absteigen vorher. Dann muss ich das jetzt eben hier machen. Was will ich machen, ne? Das bitte einmal abreißen ganz schnell. Okay, das Abreißen geht wirklich schnell. Hui! Huiz! Jetzt habe ich mir gedacht, wo seid ihr alle? Und habe einfach nur in die falsche Richtung geguckt, oder? Weil wir müssen ja da lang. Und ihr kommt ja von dort. So. Warte, ich mache jetzt mal mein Licht an. So, dass man das auch richtig und vollends genießen kann. So, schauen wir mal. Ich brauche nämlich, und das sollte ich jetzt machen, ich brauche nämlich nicht den Stecker hier drin, sondern ich brauche irgendwas. Oh Gott, ich habe die Cola vergessen. Ich habe die Cola vergessen. Boah, wie ist denn mein Kühlungswert eigentlich? Kühlungsspule 8. Ich habe... Warte mal, laufen wir ein Stück weiter. Das ist ja doof jetzt hier. Ich habe eh 0 Punkte, aber ich habe bald ein Level ab. Feuer kalt durchbohren, Unbesiegbarkeit... Ah, verdammt, ich glaube, ich muss nochmal zurück. Das wäre aber... Ach nee, ich bin ja gar nicht in der Wüste. Ich bin ja doof. Ich bin ja gar nicht in der Wüste. Und ich habe nur noch 7 Schuss auf meiner Pistole, sehe ich gerade. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich jetzt eventuell etwas zu früh los bin. Weil es war noch Action beim letzten Mal. Und ich hatte schon ja die ein oder andere Begegnung. Ja, komm, 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 komm. Ja, auf rumzuwackeln. So. Ich hoffe auch, dass ich einen Presslufthammer finde jetzt halt in der Mine. Wie kam ich jetzt drauf, dass ich in die Wüste gehe? Ich weiß es nicht. Lad mal nach. Mit ungeladener Waffe ist es ein wenig doof. Du wirst jetzt eh bald dann wechseln können. Da habe ich ja keine Taschenlampe drauf auf der Waffe. So, weil wir gehen jetzt auch ein bisschen deswegen hier querfeld ein, um die Map hier vorne dran noch ein kleines bisschen aufzudecken. Und da wir es ja nicht eilig haben, zumindest nicht so, ich renne halt, aber ich könnte ja auch mit dem Motorrad fahren. So. Ich wusste jetzt nicht, ob er auf mich losgeht oder auf den Hasen, der da war, oder keine Ahnung. Da, 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 da. Da, da, da. Ich freue mich jetzt auch auf die Mine, so ein kleines bisschen zumindest. Jawohl, dankeschön. Können wir auf jeden Fall immer brauchen. Gerade die Fälle werden wichtig sein später. Wenn wir die zu diesem Rollenleder verarbeiten. Ich habe nur noch einen Schuss. Okay, das war's. Jawohl, dann haben wir das auch. Gleich ein bisschen. Oh, geht es gleichzeitig? Nee. Das wäre es jetzt gewesen, weil ich habe nämlich auf Nachladen geklickt und jetzt dachte ich, sie häutet und lädt nach. Aber das geht natürlich nicht. Was soll man da laufen? Noch mehr Schweine. Also nicht mehr Schweinchen, sondern mehr Schweine. Entschuldigung, mich plagt heute wieder ein Frosch. Ob ich das andere jetzt noch finde? Ich weiß es nicht. Schau mal, du hattest doch denn da eine Lampe, oder nicht? Nee, auch nicht. Da habe ich was bewegen sehen. Wir müssen ja eh in die Richtung. Da ist doch die Sau, oder? Wunderbar.
Also ich habe noch 350 Schuss hier. Das ist natürlich nicht schlecht. Besser gesagt 380 Schuss, ne? So, ich hoffe wirklich, dass ich hier... Du bist halt laut, ne? Das ist das Einzige mit dem Gewehr. Boah. Lass ihn halt rankommen. So, schauen wir mal, was wir hier kriegen. Ich habe ja schon sehr viel... Dingszeug eingesteckt, Leder und so weiter. Ui! Dich habe ich jetzt gerade gesucht. Gut. Weil die sind nämlich echt übel hier. Weil die halt auch Dynamit schmeißen. Also, Dingsbums, ihr wisst schon, Handgranaten. So, wir sind aber auf jeden Fall schon mal hier in der Nähe. Mal nochmal gucken, ob ich da irgendwas... Ne, ist egal. Wenn ich jetzt hier irgendwas liegen lasse, dann ehrlich, ist es mir wurscht. Bärchen. Bärchen. So. LKW. So, und hier oben muss es ja dann zur Mine gehen. Ich denke mal, dass ich hier auf jeden Fall Presslufthammer finde. Jetzt liegen. Okay. Hier ist Mineneingang. Hier ist Minenarbeiter. Da ist der lass mich in die Luft fliegen Typi. So, und ich denke auch, dass ich hier gleich im Eingangsbereich mit Sicherheit was find? Ich wollte eigentlich nicht schießen, ich wollte nachladen. Ich sollte mir mal angewöhnen, auch ein bisschen was mit Dynamit oder sowas zu nehmen. Also so, oder Mollys oder sowas. Hab schon richtig gehört, ne? Autsch. So, ess mal was. Nein, lauf! Nicht essen, laufen. Nachladen. Na, 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 na. Okay. Geht doch. Wenn man erst einmal ein bisschen Waffe hat, die auch dementsprechend Schaden macht, dann ist es gut, ne? Ansonsten, ich denke, das wird jetzt halt recht lustig werden. Da drin. Ich denke auch, dass wir zuerst wirklich durchlaufen. Also erst hier vorne mal ein bisschen Kisten oder irgendwas looten. Und dann aber durchlaufen. Um erstmal alle Gegner wegzumachen. Hier haben wir unser Buch. Das 24 Bände zur Militärstrategie. Und da haben wir Alu.
werden mich jetzt da vergiftet. Ich brauche die Gasmaske dafür. Die habe ich vergessen. Oh Mann, stimmt. Stimmt, ja. Oh Mann, wo kann ich denn jetzt eine Gasmaske herbekommen? Ich bin mir sicher, dass ich hier eine Gasmaske irgendwo finden kann. Weil wir haben das letzte Mal, als wir dann, also als ich da beim Livestream mit Pittichen unterwegs war, hatten wir hier auf jeden Fall irgendwo noch einen Loot, wo zwei Gasmasken drin waren. So, aber das ist jetzt natürlich die Sache, ne? Wo? Schauen wir mal, hier glaube ich jetzt halt jedenfalls nicht. Weil das ist jetzt halt ein einfacher Bagger. Aber in der Hütte eventuell. So, und so schnell geht die Munition weg, ne? Das ist... Aber gut, irgendwann habe ich ja alle erledigt, die hier irgendwie im Umkreis mich hören können. Da ist nichts. Okay, jetzt ist die Frage, könnte hier noch irgendwo... Da waren doch bestimmt Häuser irgendwo. Mal kurz auf die Map gucken, wo wir jetzt sind. Ich glaube, davor muss ich. Also einfach in die Richtung weiter. Ach, ist das blöd. Ohne Gasmaske ist es natürlich total bescheuert, ne? An die habe ich nicht gedacht. Deswegen war ja auch das Toxic-Zeichen da draußen. Laufst du noch richtig? Ja, irgendwie schon. Da haben wir ein Gebäude. Da haben wir viele Gebäude. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier ein bisschen was finden können. Bin auch mal gespannt, was das hier für Gebäude sind. Vielleicht mache ich mir ja hier auch wieder so eine Zwischenbasis. Wäre, denke ich mal, nicht einmal so verkehrt, ne? Hier ist aber sehr ruhig jedenfalls. Ich weiß jetzt nicht. Da fehlt mir... Was fehlt mir da? Ach, da wollte ich die Cola ja reintun, ne? Stimmt ja. Naja, komm nachher. Komm nur her. Gehen das nur her, die Dame, gell? Haben wir erst einmal alle, dann lassen wir mal das Fräulein hier rein. Oder auch nicht. So. Schauen wir uns mal um. Da ist was offen. Dann gucken wir erst einmal da rein. So.
Machen wir jetzt einfach mal alles durch hier. Wir brauchen natürlich diesen Eisenschrank, in dem immer Rüstungen und so weiter drin sind. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir daran auch was finden entsprechend. Munition. Oh, die Kiste habe ich übersehen. Da ist auch noch Munition wahrscheinlich drin. Ne, nicht mal. Kann ich die eigentlich zerlegen? Nee. Stuhl? Nein. Jawohl. Die tobt da außen rum, gell? Die hat ihren Spaß. Ja, erste Hilfe. Auch gut. Sowas wie Stoffe oder sowas kann ich ja dann wieder rausschmeißen, sollte ich voll sein. So, das ist aber nur ein Flachbau jetzt ohne Treppen, ne? So wie es ausschaut. Ich hätte jetzt gedacht, dass es da nochmal nach oben geht. Oh, da habe ich was liegen lassen. So, Sekunde mal. So, sorry, hatte nur ein kleines bisschen Durchzug hier bei mir, musste die Tür mal zumachen. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir da? Naja, gut, Munition wahrscheinlich. Kann ich nicht zerstören, nein. Aha, Bücherregal ist auf jeden Fall schon mal gut. Auch in der Hoffnung, dass man vielleicht dann... Ah, schau mal, wer da klopft. Oder irgendwie so. Immer noch. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, und das haben wir. Oh yes, das Leben ist ein Marathon. Das ist cool. Und die Kunst des Krieges. So, hier haben wir noch zwei Türen. Sagen wir auch mal Servus. Was ist das für eine Riesentoilette? Heftig. So. Ein bisschen Munition. Und sonst war nichts, oder? Nur der Schrank. Ja. Da ist auch nochmal Badezimmer. Mit Leder und Stoffen. Also Handtücher wahrscheinlich. Aber es geht nicht nach oben. Also schauen wir mal. Wer erwartet uns denn jetzt da? Also Gasmaske war jetzt nicht mehr drin. halt, warte mal, da könnte ich doch jetzt mal schauen. So, können wir hier schön ein Lämple hermachen. Vielleicht direkt auf den Stromkasten, genau. So, dann weiß ich schon mal, dieses Haus habe ich gelüdet. Hier haben wir irgendwas Abgesperrtes. Das kann jetzt halt natürlich irgendwie sowas sein wie ein Fabrikgelände oder so Autohandel, was weiß ich. Aber ich glaube, ich wäre nicht mal schlecht beraten, wenn ich tatsächlich mir irgendwo einen Unterschlupf mache. Weil wir werden recht viel Zeug looten. Und ich muss das irgendwo ja auch hinbringen, ne? Und ich kann nicht alles mit zurückschleppen. Ich kann im Grunde erst das ganze Zeug mitnehmen, wenn ich das Auto habe. Und ich dann darauf auch noch ein bisschen bauen kann. Hoffe ich zumindest. So, schauen wir mal.
Vielleicht haben wir in dem Gebäude Glück, dass wir da vielleicht eine Maske finden. In Autos glaube ich nicht, dass ich da irgendwie mal eine Rüstung oder was gefunden habe. Da ist, glaube ich, immer nur sowas wie Stoffe in Plastik, Gummi, vielleicht mal Eisen. So, den habe ich natürlich jetzt auch angelockt. Irgendwie winkt, ne? Hallo. Okay, auf dich warte ich nicht. Entweder du kommst oder du kommst nicht. Da hinten, ja, jetzt geht auf jeden Fall die Sonne schon mal auf. Was haben wir hier? Keine Ahnung, Waschanlage. Okay, jetzt muss man gucken, ob ich da irgendwie und irgendwo reinkomme. Ich finde es so toll, dass man in so viele Gebäude jetzt rein kann. Das hat ja damals echt immer gefehlt irgendwie in dem Spiel, dass du wirklich jedes Haus looten konntest. Und vor allem, wenn ich denke, auch die großen Häuser, wie viele sie jetzt da mit drin haben. Nicht schlecht gearbeitet, die Jungs und Mädels. So, machen wir da mal zu. Geschlossene Gesellschaft. Ja, was war das jetzt? Viele daneben geschossen. Vielleicht haben wir hier Glück. Das schaut mal aus wie das andere Haus. Im Grunde wäre so ein Haus ja schon ausreichend, ne? Ist immer her damit. Haben wir auch einen Mülleimer mit Stoffen. Ach, verdammt, wieder passiert, dass ich nachlade, obwohl ich gerade einen Karton hier kaputt mache. Okay. Achso, das ist zerlegen. Da können wir suchen. Aber da ist ja eigentlich nie was drin. Ach, Seile. Gerade sowas, was ich nicht brauche. Oh Mann, ich wollte so unbedingt in die Mine rein, ey. Und jetzt habe ich keine einzige Gasmaske. Sonst nichts. Hier haben Riesen gewohnt. Schaut euch mal diese großen Möbel an. Auch die Toiletten und so. Heftig. Wahrscheinlich nochmal halb so groß zusätzlich wie ich jetzt hier. So, was haben wir hier? Medizin? Stoffe? Nee, Eisen. Da haben wir Medizin und Stoffe. Die können wir wieder nur zerlegen, Wasserspender. Ich glaube, ich muss doch mal in die großen Häuser rein. Aber das beste Zeug findet man halt in so Hotspots, ne? Also, wo man, keine Ahnung, sowas wie Flughafen jetzt zum Beispiel. Oder eine Militärbasis. Aber so in den Häusern musst du echt Glück haben, ne?
Mal schauen, was ich hier jetzt schon alles drin habe, Mann. Es ist wieder viel Zeug, was ich im Grunde dann rausschmeißen muss. So, da haben wir nämlich, so wie es ausschaut, eine Spulenkiste. Die kann ich dann im Grunde auch nicht rausnehmen. Ach nee, Quatsch. Das ist keine Spulenkiste. Da ist alles Mögliche drin. Weil das sind ja immer diese Koffer mit dem Aufdruck. So, jetzt hätte ich sogar Cola und das andere Gebräu. So, schaffe ich es auch hier eine Lampe ranzumachen. Dann gibt es hier irgendwie ein Gebäude, wo man sagt, es wäre prädestiniert dafür. Das ist schwierig, ne? Wenn man die Stadt überhaupt nicht kennt. Ja. Ja, jetzt kommst du natürlich auch noch. Schauen wir mal, ob ich mich da hinten ein bisschen hinstellen kann, ganz kurz. Ich möchte nur mal ganz kurz in die Karte gucken. Aber wenn da alle schießlang hier einer kommt. So. Ich weiß nicht, was das hier ist. Wir sind hier auf jeden Fall in der Stadt, wo ich jetzt nicht sagen könnte, dass hier irgendwie ein spezieller Platz wäre oder so, oder ein spezielles Gebäude. Ja, dann kommt halt her. Ich habe zwar nicht mal allzu viele Schuss, aber für euch reicht's. Und meine Machete habe ich ja auch noch. Was? Da stand alles aufheben? Nee, hat schon gepasst. Jetzt geht's los. Wir droppen mal die Seile, wir droppen Stoffe. Wir droppen nichts weiter. Ah, ich habe ja wieder 23 Schuss. Das hast du gedacht, ne? Aber ich habe auch Reaktion mittlerweile. Treffsicherheit zwar noch nicht oder so, aber zumindest die Reaktion, dass ich dann ausweiche. So, dann schauen wir halt einfach mal rum. Wir waren da drin im Haus, wir waren da drin im Haus. Automaten, was haben wir hier für ein Gebäude? Eigentlich Stromgebäude. Ich meine, es kann überall halt was drin sein, ist das Problem. Das ist so eine Garage oder sowas, ne? Kommst du oder nicht? Ja. Wolf kommt vielleicht auch gleich. Der wird mich jetzt ja gerade nicht finden. Nein? Ja, und im nächsten Moment steht er dann vor mir. Das kenne ich schon. Was haben wir noch? Wir haben hier Baustellengebäude oder was ist das? Nee. Also das hier wäre vielleicht noch interessant. Der grüne Wichtel. Ja,
Da werden schon noch einige kommen, oder? Du wirst doch wohl nicht springen wollen. Oh, Inventar ist voll. Das ist aber jetzt blöd. Ich kann jetzt halt eigentlich nur noch Forschungsmaterial aufheben und das Zeug, was halt stackt, ne? Ja, das ist echt blöd. Okay, ich baue mir hier irgendwo eine kleine Side-Basis. Im Grunde wären die Häuser jetzt auch nicht einmal so verkehrt, aber ich möchte mal noch gucken, was wir da haben. Hä? Schaut genauso aus wie das andere Gebäude, ne? Aber hier war ich noch nicht drin. Na gut. Tja. Da müsst ihr schon früher aufstehen. Ihr Hampel. Ups. Ja, das sagt mir ihr Hampel und im nächsten Moment kriegt man dann eine auf den Dez gedonnert hier. So, also wie gesagt, das Gebäude fände ich jetzt mal so verkehrt. Das einzige wäre jetzt das Forschungsmaterial, aber ansonsten bräuchte ich da jetzt nicht hin. Machen wir mal zu hier. Also wir haben nochmal so eine Bude. Was ja auch nicht verkehrt ist. Ja, ich denke, dass ich das hier mache. Die Hütte hier. Halt. Erstmal schauen, ob ich hier noch irgendwo welche drin habe. Dass ich die mal schnell eliminiere, bevor ich jetzt halt hier irgendwo Kisten hinstelle oder irgendwas. Eule, Uhu. Auf jeden Fall Vögel müssen wir auch noch jagen. Bücher? Regale? Nein? Ah, verdammt. Okay. Wir lassen uns hier nieder. Jetzt schauen wir mal, ob ich dann auch entsprechend die Sachen bauen kann. Oh, ich kann mir sogar ein richtiges Bett hinstellen hier. So, wir machen unser Nachtlager einfach hier mitten am Gang. Finde ich in Ordnung. Dann haben wir... Jetzt habe ich auf jeden Fall hier den Respawn-Punkt, ganz klar. Flagge kann ich nicht bauen, weil ich 4 kleine Steine brauche. Aber ich kann eine Kiste bauen. Was auf jeden Fall schon mal gut ist. Die ich halt leider nicht gerade jetzt halt hinstellen kann. Aber das liegt an dem Raster. Aber ist ja egal. So. Kann ich da auch schon aufrüsten? Jawohl. Kann ich nochmal upgraden. Alles, was ich halt reinbekomme in Kisten, das ist gut, ne? So, wir haben jetzt minimals Platz. Ich kann jetzt immer schnell noch die Sachen einsammeln, die hier liegen. Dann gucken wir mal noch ganz kurz raus. Da war ja noch was gelegen. Viel kann ich ja nicht einstecken, aber ist egal. Bevor das verschwindet, das Zeug. Aber so wie es ausschaut, ist das andere Zeug nämlich schon weg. Okay, also gucken wir mal, können wir eine Lampe hier setzen? Das ist genial. Schön weit oben. Und das ist eine Deckenlampe, ne? Warte mal, die könnten wir innen dann reinhängen.
Also ich finde es halt so genial, dass man hier halt wirklich bauen kann. Also wirklich, egal wo auch. Das ist so genial, man kann taktisch so ganz anders vorgehen. So, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal hier Tür zu, dass wir unsere Ruhe haben. Dann werde ich hier mal ein klein bisschen Sachen dann draußen, weil wir müssen Bäume... Warte mal, dann schauen wir mal, ob wir den Forschungstisch gleich aufbauen können. Yes, können wir. Forschung brauchen wir nicht so oft, den stellen wir jetzt dahin. Also ich gehe jetzt nicht in die Zimmer rein, das ist mir jetzt zu doof, dann mir auch noch Zimmer rauszusuchen. Nicht zu nah ans Fenster. So, forschen. Und wir brauchen... wo war es denn? Was war es denn? Fertigkeit. Nee, Botaniker nicht. Der Schmied. 24 Bände zur Militärstrategie. Jetzt können wir uns eine Schrotflinte herstellen und einen Wurfbeil und eben auch die Gasmaske. So, passt. So, und die Gasmaske können wir uns herstellen am Maschinentisch. Ob ich mir jetzt allerdings einen Maschinentisch herstellen kann, das ist die andere Frage, ne? Ich möchte das gern ein wenig ausleuchten, auch wenn es immer so extrem grell manchmal ist, das Licht. Aber warum soll ich nicht überall ein bisschen bauen? Und da noch eine. Jawohl. So. Wie viel Platz haben wir? Immer noch nur zwei. Ach, das ist schön. Schön hell. So mag ich's. So, dieses Stopp, das war der Jogger, ne? War das hier der Läufer? War das schnell Bewegungsgeschwindigkeit plus 7%. Dankeschön. Und den können wir so erforschen. Nochmal 7% mehr. Also wir sind jetzt wirklich um einiges schneller. So, und ansonsten habe ich ja keine Bücher. Doch, ich habe noch ein Buch. Die Kunst des Krieges. Forschen Taktiker. Taktiker. Habe ich den schon oder nicht? Also sehen tue ich ihn jetzt nicht. Arztveteran, sorry, dass ich jetzt da wenigstens suchen muss. Oder der kommt halt noch, ne? Taktiker, hier. Da haben wir den gebraucht. Okay, das heißt, den kann ich dann auch zerlegen. Ansonsten keine Forschungen. Dann packen wir mal hier ein bisschen Zeug rein. Allerdings, Moment. Dass wir das richtig haben. So, das Zeug lasse ich einstecken. Ich tue jetzt halt einfach so, wie es da ist. Tue ich es reinschmeißen. Oh, außer das da vielleicht. Schade, dass ich das nicht alles irgendwie rüberziehen kann. Zack, 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 zack. Manche Sachen stacken ja auch. Was natürlich nice ist. Genau, da dürfte sich auch nichts ändern. Ich muss zwar gleich die Sachen wieder raustun, weil ich die Gasmaske herstellen will und vor allem die Tische dazu. Ah, stimmt eigentlich. Oh, ich bin ja so doof. Ich muss ja erst einmal die Werkbänke herstellen. In dem Fall war es jetzt die Mechaniker Dingsbums. Elektronikwerkbank war es, ne? Nee, der Maschinentisch. Das war der Maschinentisch. Und der ist... War das der hier? Nee, das ist die Spulen. Das sind die Spulen. Ach, ich schaue einfach, dass ich alles herstelle. Und fertig. Nein, den da. Okay.
nehme ich jetzt mal nur die Sachen hier raus. So, die Werkbank hier. Die können wir ja schön hier in der Reihe hinstellen, eine nach der anderen. So, kann ich dich dann auch schon upgraden? Yes. Kann ich dich nochmal upgraden? No. So, dich kann man nicht upgraden. Dann die Elektronikwerkbank. Es ist halt echt blöd, aber gut, was will man machen, ne? Hier stehen, da haben wir das ganze Motorgedöns. Auch Motorgedöns und Schaltspulen und so ein Mist. So, und hier Benzin, Klebeband und dann dieses ganze Lautsprechergedöns. Dann brauchen wir jetzt, also die zwei haben wir, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Baumstämme. Aber warum habe ich kein Holz einstecken? Habe ich kein Holz einstecken? Doch, freilich. Die kann ich ja zerlegen. Ich habe mehr Holz. Dann zerlege ich die jetzt in den Baumstämme. Ich mache jetzt halt einfach mal 10 Stück. Dann können wir nämlich den Tisch hier auch noch bauen. Warum suchst du dir eigentlich so ein enges Ding aus? Ehrlich war. So. Upgrade. Geht leider nicht. Wir bräuchten Steine dafür, aber die habe ich nicht. Herstellen. Das sind ja die. Genau. Dann haben wir die drei. Wir brauchen den Ausrüstungsfertigungstisch. Das heißt, wir brauchen kleine Steine. Wir müssen auf jeden Fall mal los ein bisschen Stein sammeln. Die Maschine können wir ja da lassen und alles. Es wäre ja schlimm, wenn nicht, ne? Guck mal, wir haben hier bestimmt irgendwo Felsen. Hier hinterm Haus. Jo. Jupp. Das ist zu nah. Drei Schläge ist okay, würde ich sagen. Wenn man trifft. Bei Stein dürften es nur zwei sein, oder? Ups, zwei sein. Wenn man trifft, wie gesagt. Ja, dann sind es zwei Schläge. Voll im Bau waren, ne? Leute, wir haben schon wieder fast eine Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn euch der Part heute gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne Kommentare da lassen und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.